Alle 5 Jahre rollen ganz spezielle Fahrzeuge über die Piste des Militärflugplatzes Emmen. Traktoren und Landmaschinen, Motormäher und Heulader, Armeefahrzeuge und Lastwagen aus längst vergangenen Epochen. Weit über 800 Fahrzeuge aus dem In- und Ausland reisen, die meisten auf eigenen Achsen in die Innerschweiz, womit dieser von den Freunden alter Landmaschinen Zentralschweiz organisierte Anlass der größte seiner Art ist. Mitglied des Organisationskomitees ist auch Sepp Knüssel, Landmaschinen- und Traktorenhersteller und engagierter Sammler und Restaurator alter Nutzfahrzeuge. Altes Zeug wegzuschmeißen hat mich eigentlich immer geplagt. Und ich habe immer etwas wieder nach Hause genommen, auf unserem Bauernhof, bis die Mutter einmal wieder nicht zufrieden war. Aber am Schluss war es halt einiges zusammengekommen. Und dann später habe ich es angefangen zu restaurieren als Ausgleich zu der Tagesarbeit. Das ist eigentlich, was hier ist 90% Nachtarbeit. Unter Knüssels alten Traktoren und Maschinen ragt ein Fahrzeug besonders hervor. Dieser Donné Sedel, ein Unikat aus dem Jahr 1924. Zusammengebastelt von einem Bauern im Welschland aus Teilen eines Schweizer Automobils gleichen Namens, einer Lastwagenhinterachse und Holz. Das ganze Chassis und der Getriebekasten sind aus Holz. Solche Stücke lassen Knüssels Herz höher schlagen. Ich sammle eigentlich nur Raritäten. Was jeder hat, interessiert mich nicht. Mich interessiert der Grundstein, die Erstehung vom Schlepper und vor allem gute Qualitätsschlepper. An Geschenkideen fehlt es Knüssel nicht. Im Lauf der Jahre hat er sowohl seiner Frau als auch seinen 4 Töchtern je einen alten Traktor fahrtüchtig hergerichtet. Für Tochter Ruth zum Beispiel diesen Lanz Bulldog aus dem Jahr 1930. Dem ersten europäischen Traktor mit Zentralschmierung, Zapfwelle, einer gefederten Vorderachse, Luftbereifung und Beleuchtung. Dazu hat er aber auch Raritäten im Originalzustand im Keller. Wie diesen Bührer-Traktor aus dem Jahr 1934. Der 1942 wegen der Benzinknappheit mit einem Holzvergaser ausgerüstet worden war. Mein Leben besteht eigentlich Arbeiten und Schlafen. Und schlafen kann man genug, wenn man gestorben ist. Auch Knüssels Töchter arbeiten in Emmen im Organisationsteam mit. Edith und Therese zum Beispiel flitzen als Mädchen für alles ununterbrochen durch das Ausstellungsgelände. Während der Vater den Wettkampf der Glühkopftraktoren arbitriert. Dabei geht es darum, wer als erster seinen Glühkopf-Oldtimer in Gang gesetzt hat und 2 Meter nach vorne rollen kann. Dazu muss die gusseiserne Nase zum Glühen gebracht werden, damit das Dieselöl darauf verdampfen kann und der Motor anspringt. Mit von der Partie auch die jüngste Knüsseltochter Ruth. Es braucht Fingerspitzengefühl und gutes Timing, um das Schwungrad nicht zu früh in Gang zu setzen. Dann nämlich entzündet sich der Brennstoff nicht und die Glühnase erkaltet. Der erste Motor springt an. Der Riesentraktor rollt. Es gewinnt der Landini von Stefan Stalder. Er genießt die Bewunderung der Zuschauer und die Hochachtung der Konkurrenten. Stefan Stalder ist mit Leib und Seele Oldtimer-Fan. An Oldtimer-Treffen wie in Emmen kleidet er sich wie die Bauern jener Zeit und setzt seine Vehikel für alle möglichen Demonstrationen ein. Und freut sich diebisch über den Siegerpreis. Natürlich überreicht von Therese Knüssel. Ich bin vor 15 Jahren in der Szene aktiv geworden und hatte sofort Kontakt zu führenden Leuten in der Schweizer Oldtimer-Szene. Und da konnte ich mal die Gelegenheit ausnutzen, mit einer Reisegesellschaft nach Italien an ein Landini-Treffen zu gehen. Und da hat mich das Virus einfach erwischt. Vor seinem kleinen Bauernhof, den er im Nebenberuf bewirtschaftet, demonstriert Stalder, wie man vor 50 Jahren Korn geerntet hat. Ein Hürlimann-Traktor zieht den Garbenmäher. Die Garben werden in einem zweiten Schritt auf einen Wagen verladen und zur Dreschmaschine gefahren,
wo die Körner erst in einem dritten Schritt vom Stroh getrennt werden. Das erledigt heutzutage ein Mähdrescher in einem Arbeitsgang. So eine alte Dreschmaschine aus den 30er Jahren ist auch in Emmen im Einsatz zu bewundern. Angetrieben natürlich von einem alten Glühkopftraktor, der über verschiedene Transmissionsriemen die ganze riesige Maschinerie in Gang hält. Alte Traktoren und Landmaschinen erfreuen sich auch in der Schweiz steigender Beliebtheit. Entsprechend sind die Preise, vor allem für seltene Stücke, in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt. Sehr zum Leidwesen der eingefleischten Bastler wie Stefan Stalder. Als das begann, da waren viele Bauern oder Maschinenhändler froh, wenn der Schrott wegging. Da hat man das umsonst gekriegt. Heute ist das natürlich vorbei. Es gibt noch ganz seltene Gelegenheiten bei Marken, die eben in großen Stückzahlen gebaut wurden, dass man da noch sehr günstig dazukommt. Aber heute werden das zum Teil wird das für Preise gehandelt, wo man schöne neue Autos kaufen könnte dafür. Mit seinem Landini treibt Stalder in Emmen einen alten Steinbrecher an, mit dem anno dazumal aus Findlingen gleich vor Ort Baumaterial gewonnen wurde. Ein mobiles Kieswerk sozusagen. Eine andere, die älteste Riesenmaschine in Emmen, eine Säge, angetrieben von einem Dampflokomobil aus dem Jahre 1889. Auch Knüsel kann eine Exklusivität vorführen. Einen 14 Tonnen schweren Antriebsmotor, ein Einzylinder aus dem Jahre 1924, mit sage und schreibe 48 Litern Hubraum und 250 Umdrehungen pro Minute. Dieser hat bis 1960 zu bestimmten Tageszeiten ein ganzes Dorf in Holland mit Strom versorgt. Die bekannteste von zeitweise an die 50 Schweizer Traktorenmarken ist Hürlimann. Hürlimann-Traktoren sind in Emmen natürlich stark vertreten. Am Anfang der Firmengeschichte stand ein vom Handmähen ermüdeter Bauernsohn, Weiß Hans Hürlimann, der 68-jährige Sohn des Firmengründers. Mein Vater hat in der Freizeit begonnen, einen Traktor, einen sogenannten Mähtraktor, zu konstruieren. Als kleiner Junge ist er auf einem Bauernhof groß geworden, musste damals schon schwere Handmäharbeit mit dem Vater durchführen. Und da hat er sich damals in jungen Jahren entschlossen, da muss irgendwie die Arbeit leichter von der Hand gehen. 1931 fasste Hans Hürlimann Senior den Entschluss, diesen Mähtraktor zu konstruieren. Die Skepsis war groß. Betriebskapital gab es vorerst nicht. Und so musste der Pionier den elterlichen Hof belehnen. Aber der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Es ging dann eigentlich schnell aufwärts. Er konnte dann Vorführungen durchführen, bekam Bestellungen. Die Banken, die waren dann auf einmal auch hellhörig. Und so konnte er bereits im ersten Jahr 100 Stück verkaufen. Und so konnte sich Großvater Karl Hürlimann schon bald von einem Traktor auf dem Heuwender übers Feld ziehen lassen, statt von einem Pferd. Während Sohn Max, der den Verkauf organisierte, den Traktor fuhr, bannte Hans, der Konstrukteur, von da an alle Meilensteine der Firmengeschichte auf Zelluloid. Ein Glück für historisch Interessierte und für die Nachkommen, die aus dem Filmmaterial ein eindrückliches Firmenporträt zusammenstellen konnten, in dem nicht nur die Maschinen, sondern auch die Menschen und ihre Arbeitsweise jener Zeit bestens dokumentiert sind. Während die ersten Hürlimann-Traktoren noch mit einem französischen Bernard-Motor ausgerüstet waren, baute Hans Hürlimann in seine Traktoren bald einmal eigene oder Saurer-Lizenzmotoren ein.
In den Kriegsjahren erlebten die Hürlimann-Traktoren einen eigentlichen Boom. Die Betriebe rund um die Schweiz waren bombardiert. Die Bauern bekamen keine Traktoren mehr und dann kaufte man Traktoren aus der Schweiz. Vor allem Frankreich war ein großer Kunde. Auch nach Deutschland gingen einige und die wurden auch zu sehr guten Preisen verkauft. Es blieb diesen Leuten auch keine Alternative. Und das war eigentlich die Zeit, wo ein finanzielles Polster wirklich angelegt wurde und auch die Fabrik wieder erweitert wurde. Natürlich interessierte sich auch die Schweizer Armee für die starken, geländetauglichen Vehikel und kaufte 1943 eine ganze Reihe Hürlimann-Traktoren ein. Für Hans Hürlimann Senior war es natürlich eine ganz besondere Ehre, auf Film festzuhalten, wie General Gison die Traktoreneinheit inspizierte und sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten beeindruckt zeigte.